Seit 10 Jahren gibt es den Fotokurs der Medienwerkstatt Wismar jetzt schon. Geleitet wird er durch die Journalistin und Fotografin Nicole Hollatz. Nun steht die erste Gruppenausstellung in den Räumen der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest am Markt in Wismar bevor. Ab sofort bis zum 16. April sind insgesamt 21 Werke aus verschiedenen Schaffensphasen zu sehen. Für Nicole ein toller Moment, um zurückzublicken und uns an ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel erlebt. Wir haben große Projekte zusammen gemacht. Wir haben sehr viele lustige Sachen erlebt. Wir haben sehr viel Konzentration erlebt. Wir haben sehr viele Aha-Effekte auch zusammen erlebt. Ich lerne ja auch mit meinen Fotoschülern regelmäßig neue Sachen kennen. Wir haben ernste Sachen erlebt. Wir haben unglaublich viel Kreativität herausgekitzelt. Die Ausstellung zeigt mehr als nur typische Wismar-Motive. Man erlebt die fotografischen Entdeckungstouren hautnah mit, entdeckt ungewohnte Perspektiven und Details. Für die Filialleiterin der Sparkasse am Markt, Kerstin Diemann, macht besonders das Gruppenmoment, die Ausstellung, zu etwas Besonderem. Was ja spannend ist an dieser Ausstellung, ist ja, dass es mehrere Künstler gibt und jeder Künstler ja einen anderen Blickwinkel hat auf gewisse Sachen. Und das ist so spannend eben zu gucken, wenn man ähnliche Dinge, ähnliche Motive sieht, die dann doch anders irgendwie eingefangen sind. Ich finde es total interessant. Der zweite Ausstellungsteil wird am 21. März um 19 Uhr im Archiv der Hansestadt unter dem Titel Lost Places und Architektur eröffnet. Passend dazu wird es einen Abendvortrag geben.